viel los am vorletzten Tag in Ascona. Aufbruchstimmung und Zeit, um Bilanz zu ziehen. Wir haben uns noch mal ein bisschen angenähert, die Spieler, auch die neuen Spieler, die jungen, und sind noch mal zusammengerückt. Also für mich sehr positiv. Der Kader steht. Diese 23 Akteure versuchen, den EM-Titel zu gewinnen. Die Frage ist nur, wer wie viel dazu beitragen kann. Der Kapitän auf alle Fälle steht offenbar parat. Das entscheidet der Bundestrainer. Er weiß, auf mich kann er sich verlassen. Wenn ich 20 Minuten spiele, gebe ich Gas. 10 Minuten gebe ich Gas. Oder wenn ich 45 Minuten spiele, versuche ich alles zu geben. Und, aber ich habe keinen, keinen Druck oder so, dass ich jetzt irgendwie 90 Minuten spielen muss. Das schaffe ich auch noch nicht. Die Schlagzahl wird schließlich hoch werden während des Turniers. Maximal 7 Spiele sind es inklusive Finale. Da ist solides Selbstvertrauen wichtig. Von den Spielen her, die kommen und wie ich spielen werde, wird das keinen Einfluss haben, weil mein Selbstbewusstsein grundsätzlich groß genug ist, so zu spielen, wie ich immer spiele. Egal, ob ich jetzt das Finale gewonnen oder verloren habe. Noch ein letzter Test und dann noch einmal tief durchatmen. Wir waren jetzt auch schon wieder fast 2 Wochen von zu Hause weg. Und da tanken wir nochmal Kraft und dann geht's eben ins Turnier. Das wiederum gut 4 Wochen dauern soll, wenn es nach dem Willen des Bundestrainers geht.